Das hier ist die Hülle, welche Samsung mitliefert, und ich glaube, ihr könnt sehen, es gibt Flecken darauf. Wenn ihr es in die Hosentasche macht, ist es voll Fussel. Passiert auch im Rucksack, wie ihr hier sehen könnt. Da kann man noch so einen sauberen Rucksack haben. Das passiert halt einfach. Die Hülle ist praktisch, weil sie ist mitgeliefert und man muss nichts dafür bezahlen. Also ja, bezahlt es ja sowieso. Aber sie ist mitgeliefert, das ist schon mal etwas. Aber wer hier ein bisschen mehr möchte und ein bisschen was anderes möchte, für den habe ich heute vielleicht was. Ich habe nämlich von Gear 4 zwei Hüllen zugesandt bekommen zum Testen. Das eine ist eine Drop Protection, also eine Hülle, die man auch fallen lassen kann, logischerweise mit Smartphone drin und nicht in der Verpackung. Und das zweite ist ein transparentes Modell, denn ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Rückseite des, kriege ich es jetzt raus, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Smartphone. So, jetzt habe ich es dann gleich. Sie ist schlicht, sie ist einfach, was halt bolidig ist, und das gefällt mir manchmal. Die Riesenlöcher, also so groß sind sie zwar nicht, aber mal kurz putzen. Genau, das ist das, was ich meinte mit der Hülle. Mir gefällt die Optik hier von dem Riesenkamerateilchen, die sich recht stark abhebt vom Smartphone, und der Rest davon ist zu einem matten Schwarz gehalten. Richtig schick. Aber jetzt kommen wir zurück zu den beiden Hüllen. Die erste entnehme ich jetzt mal hier. Voilà. Wenn man es öffnet, übrigens ist hier auch beschrieben, für was dass man das nutzen kann. Für Sport, für Biken, also mit dem Motorradbike, in der Industrie und auch nach Militärstandard soll das Ganze geprüft sein und auch damit umgehen können. Was mir auch gefällt, es ist 5G-kompatibel. Da bin ich schon noch beruhigt, dass so eine kleine Hülle mir nicht die ganzen 5G-Strahlen, die ich ja so dringend brauche, vorenthalten kann. Die Hülle selber, hier am Rand ist sie weich, also nicht hart, nicht, auch nicht wirklich weich, sondern einfach ein bisschen weicher. Das ist sicherlich gut zum darüber stülpen. Ihr findet unten dran Aussparungen für den USB-C-Port, aber auch für den Lautsprecher logischerweise. Die ganzen Knöpfe, die ihr seitlich habt, sind drauf. Die Aussparungen für das Mikrofon sind mit dabei. Hier haben wir nichts, und hinten steht noch was drauf: Protected by D30 und hier noch Gear 4. Und dann würde ich doch sagen, stopfen wir das Ganze mal da rein und schauen, wie das Ganze dann ausschaut und ja, wie das wirkt. Was mir schon mal sehr gut gefällt, ist, die Hülle ist sehr plan. Ich bin nicht sicher, ob ihr es hier sehen könnt. Ist hier alles drin? Genau. Also die Hülle steht nicht groß oben drüber. Das heißt, man kann auch die seitlichen Bewegungen, die man halt so macht auf dem Smartphone, von außen aufs Display hinzu, kann man gut ausüben. Da kommt nichts im Weg. Sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, die ganzen Aussparungen, Knöpfe sind da, wo sie sein sollten. Lassen sich auch gut und einfach drücken. Und dann schauen wir uns die Rückseite an. Und wow, das gefällt mir. Zum einen hier wird es jetzt halt glänzig, logischerweise, aber was viel mehr ist, der komplette Kamerablock ist jetzt außerhalb und das schaut schon deutlich schicker aus. Nicht schlecht. Aber wie man sehen kann, Fingerabdrücke, ja, sind halt mit drauf. Hat man halt, wenn man ein transparentes Display, ein transparentes Case hat. Und da würde ich doch sagen, schauen wir uns noch kurz die zweite Hülle an. Auch hier genauso froh, 5G-Kompatibilität ist enthalten, und alle anderen Punkte, die vorher schon aufgeschrieben wurden, sind auch hier dabei. Papier weg. Steht hier hinten noch was? Aus 16 Fuß oder 5 Meter kann das Teil runterfliegen. Keine Angst, ich werde es nicht für euch ausprobieren, das müsst ihr schon selber tun. Auch wenn ich dem Hüllenhersteller hier vertrauen möchte, aber ich will es trotzdem nicht herausfordern. Was mir hier gefällt, ist eine schwarze Hülle mit leichten orangen Akzenten. Wer also die Farbe Orange mag, ist hier mit dabei, und die ganze Innenseite ist auch in Orange gehalten. Sehr, sehr schick. Auch hier die Aussparungen wieder gleich, die Knöpfe sind mit dabei, oben die für das Mikrofon oder besser gesagt beide Mikrofone. Auch hier steht der Firmenname Gear 4 und unten dran Protected by D30. Und da würde ich sagen, stopfen wir doch unser Smartphone auch mal hier rein.
geht schneller. Wow. Und auch hier, das Ganze ist plan. Das heißt, die Hülle steht nicht über, einzig hier unten. Da ist dann auch wieder besser, weil dann kann man es besser halten. Aber seitlich kommt euch das nicht im Weg, wenn ihr hier irgendwie zwischen den einzelnen Screens hin und her gehen möchtet und so weiter. Es kommt euch nichts im Weg und das ist ja das, was man möchte. Also sehr solide verarbeitet, gefällt mir. Und auch hier wieder, die Kamera liegt frei. Für mich ganz klar, Samsung, sorry, aber die Hülle, die geht weg, zurück in die Verpackung. Und eine der beiden wird jetzt ständig dran sein. Obwohl ständig übertrieben ist, weil in den meisten Fällen mittlerweile hängt ja mein DJI Smartphone Halter da dran. In den meisten Fällen nutze ich nämlich das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G für meine ganzen Videos mit eben genannten DJI Gimbal. Hier in der vierten Version. Video werde ich oben und unten natürlich auch für euch verlinken. Alles in allem kann ich aber sagen, die Hüllen machen einen ersten guten Eindruck. Jetzt bin ich gespannt, wie sie sich im Langzeittest schlagen werden. Die werden auf jeden Fall jetzt drauf sein, wenn ich mit dem Smartphone allein unterwegs bin. Besten Dank an Gear 4 und dann würde ich das sagen, wär's das mit dem Video. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, darf das gerne tun, unten auch die Glocke aktivieren. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare rein und auch wenn ihr Erfahrungen mit Hüllen von Gear 4 habt, lasst es mich doch wissen. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss.